okay ist nicht okay, weil es einfach mehr gibt als okay. In allen Lebensbereichen. Okay ist einfach ein Zustand, den man hinnimmt. Aber okay ist für mich nichts, was mit Leidenschaft und Liebe zu tun hat. Okay ist halt okay. Aber wieso sollte man sich mit okay zufrieden geben, wenn es noch viel, viel mehr gibt und es viel, viel besser geht? Und ja, diese Frage habe ich mir definitiv mal gestellt und habe Wege und Schritte eingeleitet, damit ich nicht sage, ja, mein Leben ist okay. Ich finde nun mal nicht, dass man sich damit zufrieden geben sollte. Und ich glaube, auch jeder kann dafür was tun, damit das Leben nicht mehr okay ist. Aber man muss einfach den Mut fassen und Dinge verändern. Wirklich auf jeder Ebene, also ob es mit in die Partnerschaft ist, ob es der Job ist. Wir alle entscheiden uns für irgendwas und die Veränderung können wir wirklich nur herbeirufen, wenn wir was tun und wenn wir uns dafür entscheiden. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wir alle ein Leben verdient haben, was nicht einfach nur okay ist, sondern das atemberaubend ist, das voller Liebe steckt, voller Leidenschaft steckt. Und ja, da strebe ich hin. Von Zeit zu Zeit müssen wir uns alle nochmal die Frage stellen, nimmst du dieses Leben ein oder nimmt das Leben vielleicht dich ein? Nicht nur dein Umfeld, sondern die gesamte Umgebung hat einen großen Einfluss auf dich. Das Schöne? Du kannst immer frei wählen. Dein Leben ist dazu gedacht, wundervoll, kraftvoll und erlebnisreich zu sein. Frage dich einmal selbst, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wie lange ist dein letztes Abenteuer her? Du gehst doch auch nicht in einen Film im Kino, wo du und alle anderen sagen, der Film ist okay. Du willst den besten Film, das beste Buch und die besten Freunde in deinem Leben haben, oder nicht? Warum nicht auch das beste Leben führen, das du führen könntest? Du brauchst nur Mut und Urvertrauen. Gehe ein Wagnis ein. Fülle dein Leben mit wundervollen Erlebnissen, nicht nur mit Ergebnissen. Es geht nicht ums Fallen. Wir alle fallen. Es geht ums Aufstehen, seinen Weg zu gehen, weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Okay darf nicht gut genug sein für dein Leben.